die Tür ist auf, aber du musst erst durchgehen. Wenn du durchgegangen bist, dann schaust du auf den Zettel, der hinter der Tür liegt, aber nicht vorher drauf schauen. Das war ja vor der Saison ein ganz klares Ziel von uns, dass wir wieder in die Gruppenphase kommen. Wir sind jetzt dort ja, sehr nahe hinkommen. Wir haben jetzt morgen das Spiel noch und dann wollen wir natürlich einziehen. Also das ist ganz klar. Wir wissen, dass wir in der Slowakei ein sehr gutes Spiel gemacht haben, dass wir ein 4-0 mitgebracht haben aus der Slowakei. Aber wir haben natürlich auch gesehen, dass sie dann auch Momente hatten, wo sie uns gefährlich wurden. Und von daher musst du vom Kopf her sehr wach sein, musst du es konzentriert angehen und dann damit den Einzug in die Gruppenphase klar machen, die wir uns alle wünschen. Ich denke, im Fußball sind schon ganz verrückte Dinge passiert. Aber wir brauchen jetzt nicht schwarzmalen, sondern einfach mit der Überzeugung in das Spiel zu gehen, eine sehr konzentrierte und gute Leistung abzurufen. Das erwarte ich, dass wir dann die Runde sicher erreichen bzw. sicher den Aufstieg in die Gruppenphase schaffen. Ja, man hat einfach gesehen, letztes Jahr, was das für uns Spieler bedeutet hat. Es hat uns sehr viel gegeben, sehr viel Erfahrung gebracht. Vor allem für die ganzen jungen Spieler sind das Spiele, die man im Leben nie vergisst. Also es ist schon immer was Besonderes, auch jetzt die Quali-Spiele. Also Europapokal ist Europapokal und es ist einfach eine Abwechslung zur Liga. Es ist wunderschön, solche Spiele zu haben und wir hoffen, dass wir das heuer sehr lange genießen können. Wenn man sieht, wie viele Vereine in Europa, Top-Vereine mit einer riesigen Tradition, nicht in dem Wettbewerb sind, also die würden sehr gerne tauschen. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir das morgen fixieren. Und ich glaube, das ist ein Traum für jeden Spieler, dann dabei sein zu können in Europa. Du hast eben erwähnt, dass 19.000 Karten verkauft wurden. Das finde ich echt auch sensationell. Damit habe ich nicht gerechnet, weil in der vorigen Woche hieß es noch, wir haben 11.000 Tickets verkauft. Da habe ich gedacht, puh, das könnte ein bisschen zäh werden. Aber das ist genial und wir müssen wirklich vom ersten Moment an konzentriert sein. Wir als Mannschaft wissen, dass das nicht selbstverständlich ist, dass morgen wieder sehr viele Zuschauer kommen. Also wir wollen unseren Fans was zurückgeben. Sie haben uns in Chilina sehr lautstark unterstützt und deshalb steht die Mannschaft da ganz klar in der Pflicht, dass wir morgen so in das Spiel reingehen, dass wir das gewinnen. Die Tür ist auf, aber du musst erst durchgehen. Wenn du durchgegangen bist, dann schaust du auf den Zettel, der hinter der Tür liegt, aber nicht vorher drauf schauen. Ja? Ich habe mal einen Spieler sehr eng und persönlich kennengelernt, der am gleichen Tag wie ich Geburtstag habe und der ähnlich aussieht wie ich. Und der hat mal 2001 mit einem Pappteller auf dem Zaun gehangen, weil er gedacht hat, er wäre schon deutscher Meister. Ja? Und deswegen geh erst durch die Tür und dann beschäftige dich mit dem nächsten Schritt. Natürlich schaust du, ja, wir haben die anderen gespielt und, aber detailliert beschäftige dich mit dem, was dich morgen erwartet. Mach da deinen Job, mach da die Tür zu, hinter dir zu, ja? Und dann schau auf die nächsten Aufgaben.